Ich würde gerne mit Ihnen über die AfD sprechen. Die hat hier das Direktmandat geholt. Sie lachen. Ich finde es gut. Es wirft ein schlechtes Bild auf die Region. Es kommen keine Urlauber mehr her, weil es heißt, hier sind nur Nazis. Ja, die müssen noch stärker werden. Warum? Weil das nicht die Zukunftspartei ist. Und die dürfen nicht die NPD verbieten, sondern die CDU und die SPD, die Verräterparteien. Haben Sie auch AfD gewählt? Ja, auch aus Protest. Weil die anderen nichts tun. Wir sind in Pirna, das liegt in dem Wahlkreis, in dem Frauke Petri ein Direktmandat für die AfD geholt hat. Jeder Dritte hat hier im Schnitt für die Rechtspopulisten gestimmt und das zeigt im Kleinen ganz gut, was in ganz Sachsen passiert ist. In diesem Bundesland ist die AfD nämlich erstmals stärkste Kraft geworden, mit einem hauchdünnen Vorsprung vor der CDU. Was da gerade läuft, die Ausländer, viel zu viel. Ich kann hier kommen, die fliegen da die Tauben rum für die. Ich kann kommen, kriege Geld, brauche nichts machen, gefällt mir richtig gut. Haben Sie das so erlebt? Man sieht's. Erleben, klar, sehen Sie doch überall. Die rennen alle mit ihren dicken, fetten Handys rum, machen nichts. Einwandfrei, ich verdiene Geld für die. Haben Sie persönlich eine Veränderung gemerkt durch die Flüchtlinge hier? Naja, also es ist schon, man wird im Laden angerempelt, das ist jetzt nicht mehr so schlimm in Kobitz. Das machen aber auch Deutsche, oder? Nie so, nee. Deutsche rempeln nicht. Da hat man sich zurückzurempeln. Da hat man keine Angst, dass ein Messer kommt. Ich war nicht gestern wählen. Warum nicht? Weil ich nicht konnte, weil ich arbeiten musste. Ja. Man kann ja auch Briefwahl machen. Das weiß ich, wie das geht. Ach, ich finde alle Parteien gut. Jede Partei, was Gutes und was Schlechtes. Alle, wie sie da sind. Auch die AfD? Ja, sehe ich auch so. Was ist gut an der AfD? Oh Gott, das kann ich Ihnen gestern nicht sagen, wir wollen den Dampfer kriegen. Aber ich finde, alle Parteien haben was Gutes. Wie gesagt, jeder Mensch ist gut und schlecht. Ja, und jede Partei auch. Und deswegen dürfen auch Rechtspopulisten bzw. teilweise sogar Rechtsextremisten im Parlament sitzen? Naja, also weiß ich nicht so recht. Deutsche wollen immer noch Deutsche sein. Wir machen unsere Kinder selber oder was auf den Wahlplakaten steht. Oder die Frau Petri mit ihrem Baby im Arm, das finde ich schon ganz gruselig. Es gibt sicher viel zu tun und alles wird die CDU oder die anderen Parteien auch nicht richtig gemacht haben. Aber ob die AfD der richtige Weg wird, wird sich zeigen. Die vielen Jahre CDU-Regierung, hier Pegida, das ist ja eigentlich, es hat eigentlich darauf hingedeutet, würde ich sagen, dass die AfD hier so stark wird. Die ganze Merkel-Politik beispielsweise, was die CDU ja letzten Endes prägt, ist ausgerichtet auf die Gutverdienenden, auf die Wirtschaft. Und man betont immer, wie gut es doch eigentlich die Wirtschaft hier läuft. Aber man vergisst dabei, dass man nicht alle mitgenommen hat. Weit weg von Pirna in Berlin ist es heute schon zum ersten Eklat in der AfD gekommen. Frauke Petri hat angekündigt, dass sie nicht Teil der Fraktion im Bundestag werden möchte. Ich habe nicht gehört, weil ich mich mit der Frau eigentlich nie beschäftigen will. Ich finde das insofern gut, weil sie sich ja gegen diese Äußerungen zum Beispiel von Gauland wehrt. Und die finde ich nämlich wirklich unter aller Kanone, ja. Das ist, so kann man nicht Politik machen, finde ich. Ja, für was tritt sie dann an? Also, holst du das Direktmandat und dann will sie nicht. Geht irgendwo nie. Der Wahlerfolg der Rechtspopulisten wird hier in Pirna durchaus kontrovers diskutiert. Ich fand interessant, dass aber bei fast allen ein genereller Frust auf die Politik herauszuhören war.